In diesem Video habe ich die 2017er Darth Vader Comicreihe zusammengefasst und einen Film daraus gemacht. Wir werden sehen, wie Vader versucht, mit seinem Schicksal klarzukommen und sogar vor Obi-Wan um Gnade fleht, sein ikonisches Lichtschwert erstellt, überlebende Jedi in der gesamten Galaxis jagt und eine neue Maske ausprobiert, als sein Schloss auf Mustafar errichtet wird. Somit wünsche ich euch viel Spaß mit Darth Vader, ein Comicfilm. Der schlimmste Tag im Leben von Anakin Skywalker. Er verlor alles, was ihm wichtig war. Ganz vorne voran natürlich seine geliebte Padme. Und nun lag er da, auf dem heißen Vulkanboden auf Mustafar, voller Schmerzen und schwer verstümmelt. Die nächsten Stunden waren für ihn wie ein Traum und als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer merkwürdigen schwarzen Rüstung. Vader nutzte die Macht und schlug den Imperator gegen die Wand, da er versprochen hatte, Padme zu retten. Der dunkle Lord versuchte erfolglos, seinen neuen Meister mit der Macht zu würgen, doch dieser antwortete nur, dass Padme Vader ein Geschenk in ihrem Tod hinterlassen hatte. Schmerz. Vader hatte nun die Wahl, ob er dieses Geschenk annimmt oder stirbt. Vader entschied sich für sein Leben, woraufhin der Imperator mit einer geballten Ladung an Machtblitzen antwortete. Er forderte Vader rein rhetorisch auf, sich mit seinem Lichtschwert zu verteidigen, doch dieses hatte Kenobi am Ende ihres fatalen Gefechts mit sich genommen. Doch diese Waffe war nicht seine, sie gehörte einem Jedi, aber Vader ist jetzt ein Sith. Daraufhin zog der Imperator sein eigenes Lichtschwert und hielt die Klinge an Vaders Kehle. Er verstand, dass die letzten Tage traumatisch für ihn gewesen sein müssen. Doch wenn Vader noch einmal die Macht gegen ihn einsetzen sollte, würde er das beenden, wozu Kenobi nicht in der Lage war. Unmittelbar nach seiner Operation führte der Imperator Vader auf einen Balkon mit Blick auf den alten Jedi-Tempel. Dort beobachteten sie, wie Mas Ameda eine zeremonielle Verbrennung der Lichtschwerter aller Jedi anordnete, die im Tempel getötet wurden. Während sie die Rede lauschten, fragte der Imperator seinen Schüler, ob er wisse, warum die Lichtschwertklingen der Sith rot seien. Doch Vader hatte keine Ahnung. Die Lehren der Jedi waren unvollständig. Daraufhin begann Palpatine zu erklären. Kyberkristalle, welche für die Farbe des Lichtschwerts verantwortlich sind, können so wie jedes Lebewesen auch Schmerzen verspüren. Zudem kann man sie auch zum Bluten bringen, indem man sie mit Wut, Schmerz und Hass nährt. Der Imperator hätte Vader jedes Lichtschwert eines gefallenen Jedis geben können, sogar das von Yoda. Aber Vader erkannte, dass ein Sith den Kristall seines Lichtschwerts persönlich dem eines Jedi abnehmen sollte. Und zwar, indem er ihn tötet. Währenddessen fuhr die Zeremonie fort und es wurden all die Lichtschwerter in einem großen Feuer vernichtet. Danach brachte der Imperator Vader auf einem Wüstenplaneten im Outer Rim und beauftragte ihn, einen Jedi zu jagen, um ihm seinen Lichtschwertkristall abzunehmen. Doch das Raumschiff, welches er für seine Schüler bereitgestellt hatte, wurde von Piraten gestohlen, weswegen sich Vader zu Fuß zur nächsten Siedlung aufmachte. Dort angekommen, eliminierte er die Piratengruppe, die das Schiff gestohlen hatte, und reiste zu einem Jedi-Außenposten. Auf diesen waren gerade einige Klone stationiert. Sie sollten die Station leerräumen und all die Jedi-Artefakte wie Lichtschwerter und Datenspeicher einsammeln, um sie nach Coruscant zu bringen. Dabei scherzten sie ein wenig herum und taten so, als ob sie selbst Jedi wären, als sich Vaders Schiff näherte. Obwohl sein Schiff Codes für eine Landebestätigung hätte, ließ Vader diese nicht ausschicken und zerstörte stattdessen die 4 Arc-Gleiter, welche den Luftraum um die Station herum bewachten, bevor er sich für die Landung bereit machte. Vader durchbrach den Eingang und die Klone eröffneten das Feuer. Ein paar Blasterschüsse konnte Vader mit der Macht umlenken, doch ihm wurde klar, dass er so, völlig unbewaffnet, nicht weit kommen wird. So schnappte er sich ein Lichtschwert, welches wohl einem der verstorbenen Jedi gehörte, welcher einst auf dem Posten stationiert war. Für die Klone war klar, der Mann in der schwarzen Rüstung muss ein Jedi sein. Doch Vader streckte einen Klon nach dem anderen brutal nieder.
Er beauftragte die Druiden-Copiloten seines Schiffes, die Archive der Station nach Jedi abzusuchen, welche ein bestimmtes Gelübde abgelegt hatten. Dieses beschrieb die Nicht-Einmischung in jegliche Jedi-Angelegenheiten, was es für solche Jedi sehr wahrscheinlich machte, dass sie die Order 66 überlebten. Die Durchsuchung identifizierte Jedi-Meister Kirak Infila. Doch genau in diesem Moment wurde eine Granate von zwei überlebenden Klonen dem dunklen Lord entgegengeworfen. Vader hielt die Granate mit der Macht zusammen und räumte die Klontruppen schnell aus dem Weg. Er ging zurück zu seinem Schiff und als er abdockte, ließ er die Explosion frei. Er spürte den Jedi rasch auf dem Mond Al-Dulem auf und als er sein Schiff verließ, konnte er ihn bereits spüren. Der Jedi-Meister konfrontierte Vader und wurde von dem dunklen Lord sofort mit einem Würgegriff gepackt. Er befreite sich mit einem Machtstoß und erklärte Vader, dass er ihm auf seinem Berg folgen soll, wenn er denn könnte, als einer von den Filas Trainingsdruiden, Arex, ein Schleusentor öffnete und Vader buchstäblich wegspülte. So begann Vader seinen Aufstieg, welcher ihm nach einem Angriff von fleischfressenden Vögeln sowie den Trainingsdruiden des Jedi-Meisters schließlich gelang. Oben angekommen schnappte er sich das Trainingsschwert des Druiden und es kam zu einem kurzen Kampf, bei welchem Vaders durch die Vögel beschädigtes Bein nachgab und er daraufhin von den Fila vom Berg geworfen wurde. Vader wusste, was passieren würde, wenn er mit völlig zerstörter Rüstung sowie ohne Lichtschwertkristall zu Palpatine zurückkehren würde. So nahm er Teile des Trainingsdruiden, welchen er zuvor selbst vom Berg warf, und begann sich zu reparieren. Vader konfrontierte den Jedi-Meister erneut, doch diesmal nicht auf seinem einsamen Berg, sondern mitten in einer Stadt, welche um einen Damm herum gebaut war. Infila flehte den dunklen Lord an, die Bewohner aus ihrem Duell rauszuhalten, doch Vader begann, die großen Wasserspeicher der Stadt zu zerstören. Als der Jedi erfolglos versuchte, die Zerstörung zu stoppen, zog Vader mit Hilfe der Macht Infilas Lichtschwert aus seinem Gürtel, packte diesen mit einem Würgegriff und warf ihn in die Fluten, nachdem er ihm das Genick brach. Und Vader hatte sein Lichtschwert. Doch noch ist seine Reise nicht zu Ende. Der Druide an Vaders Schiff wurde so programmiert, dass er ihn, sobald er ein Lichtschwert in seinem Besitz hat, zu einem bestimmten Ort bringen würde. Mustafa. Denn er muss den Kristall noch korrumpieren, also zum Bluten bringen. Vader brachte das Lichtschwert an einen Ort der dunklen Seite, wo er begann, es in seine Einzelteile zu zerlegen. Er nahm all seine dunkle Energie, all seinen Hass und auch all seinen Schmerz zusammen und fokussierte all dies auf den Kristall. Als er jedoch versuchte, ihn zu korrumpieren, widerstand der Kristall Vader und schleuderte ihn zurück an die Höhlenwand. Und Vader hatte eine Vision. Eine, in der er die dunkle Seite ablehnte, zurück nach Coruscant reiste und Palpatine das Lichtschwert des Jedi zeigte. Dieser akzeptierte Vaders Niederlage nicht und es kam zu einem Duell, welches darin endete, dass Vader Palpatine das Leben nahm. Des Weiteren suchte er seinen alten Meister Obi-Wan auf. Er nahm seinen Helm ab und bat ihn um Vergebung. Doch als dieser ihn mit seinem alten Namen, Anakin, ansprach, kam er wieder zu sich. Erneut begann der dunkle Lord seinen Schmerz und seine Wut in den Kristall zu verlagern. Inmitten der Höhle kam ein schrecklicher Sturm auf, doch Vader blieb stark und so gelang es ihm, den Kristall schließlich zu korrumpieren. Vader kehrte nach Coruscant zurück und stürmte während einer Diskussion in das Büro des Imperators. Da zu dieser Zeit niemand außer Palpatine von Vader wusste, versuchten die imperialen Wachen ihn abzufangen, nur um zurück in das große Fenster des Büros geworfen zu werden. Als Tarkin und Ahmeda das Büro verließen, zeigte Vader dem Imperator triumphierend sein neues Lichtschwert mit blutroter Klinge. Der dunkle Lord wurde zurück in eine medizinische Versorgungskammer gebracht, um seine beschädigten medizinischen Komponenten zu reparieren, wobei ihm der Imperator zu seinem ersten Schritt zur Beherrschung der dunklen Seite gratulierte. Und er hatte auch schon eine neue Mission für seinen Schüler, sobald seine Genesung abgeschlossen war. Doch zuvor war es ihm selbst überlassen, seine Rüstung und Gliedmaßen zu reparieren.
Als er fertig war, wurde er über einen Eindringling in den Jedi-Archiven des Tempels informiert. Sofort konfrontierte er diesen, der ebenfalls ein rotes Lichtschwert führte. Als die beiden gegeneinander kämpften, schien der Fremde den Vorteil auszunutzen, aber nach einer Weile enthüllte Vader, dass er lediglich die Modifikationen getestet hatte, die er kürzlich in seine Rüstung eingebaut hatte, und zerstörte das Lichtschwert seines Gegenübers. Als Vader zum Todesstoß ausholen wollte, kam der Imperator dazu und erklärte, dass es sich bei seinem Gegner um den Großinquisitor handelt. Daraufhin wurde Vader zum Rest der imperialen Inquisitoren gebracht, wo ihm erklärt wurde, dass die meisten ehemalige Jedi waren, die nach der Zerstörung des Ordens auf die dunkle Seite gefallen sind, um sich selbst zu retten. Und von nun an sollten sowohl Vader als auch die Inquisitoren alle verbleibenden Jedi vernichten und somit die Säuberung des Imperators vollenden. Von nun an war der Dunkle Lord regelmäßig bei den Trainingseinheiten dabei und duellierte sich unter anderem während einer Übung mit dem sechsten Bruder, wobei dieser seinen Arm verlor. Er wollte ihm somit eine Lektion über Verluste beibringen. Im Anschluss sprach der Dunkle Lord mit dem Großinquisitor über Verbesserungen seiner Trainingsmethoden und sie begannen nach Jedi zu suchen, die Order 66 überlebt hatten. Auf dieser Liste stand auch Jocasta Nu, die Chefbibliothekarin des Jedi-Archivs. Für den Imperator war sie besonders wichtig, da sie Wissen über die Sith hat, welches sie dem Jedi-Rat gegenüber geheim hielt, worauf er Vader und den Großinquisitor beauftragte, im Archiv nach Informationen über sie zu suchen. Der Imperator dachte, dass Nu eine Art Schlüssel hatte, um versteckte Informationen des Jedi-Archivs zu öffnen. So beauftragte er den Großinquisitor damit, Nu aufzuspüren und teilte Vader mit, dass er sie lebendig benötigt. Denn nach der Order 66 zog sich Jocasta Nu zurück und versuchte alles, was noch vom Erbe des Jedi-Ordens übrig geblieben war, zu sammeln und zu bewahren. Sie ging zusammen mit ihrem Assistenten Gar ins Exil und begann Holocrons aufzunehmen und Informationen zusammenzusuchen, mit dem Hintergedanken, irgendwann wieder eine neue Schule für Jedi zu gründen. Doch dazu benötigte sie ein Holocron, welches eine Liste aller machtsensitiven Kinder noch vor der Order 66 beinhaltete, welches dem Imperium unter keinen Umständen in die Hände fallen darf. Worauf sich Jocasta Nu auf dem Weg nach Coruscant machte, da sich dort besagtes Holocron befand. Mit einem Gedankentrick verschaffte sie sich Zugang zum Tempel. Als sie durch die Ruinen streifte, informierte sie ihr Druide B2, dass ihr Schiff bald entdeckt werden würde. Sie teilte dem Druiden mit, dass sie ihre Pläne entsprechend anpassen würde, und als die Sicherheitskräfte von Coruscant in den Hangar kamen, sprengte der Druide das Schiff und tötete dabei 3 Sicherheitsbeamten. Als die Jedi zu einem geheimen Archiveingang gingen, bemerkte sie, dass der Großinquisitor Bücher der Jedi durchlas, was sie aufbrachte. Doch Nu erinnerte sich an ihre Mission und konfrontierte ihn nicht. Sie öffnete einen Durchgang und kam in einen Raum voller alter Artefakte. Sie schnappte sich die Informationen, die sie benötigte, und machte sich wieder auf den Weg hinaus. Dort sah sie dann erneut den Großinquisitor, welcher Jocastas alte Bücher nur las, um eines nach dem anderen beiseite zu werfen. Bei diesem Anblick wurde sie zu viel. Sie sprang zum Großinquisitor hinunter, aktivierte ihr Lichtschwert und gab sich somit als Jedi zu erkennen. Nu sagte ihm, dass er ein Verräter sei und nicht das Recht habe, das Archiv so zu schänden. Daraufhin zog der Inquisitor sein Lichtschwert und es kam zum Duell. Währenddessen wurde Vader von einem Major des imperialen Sicherheitsbüros kontaktiert, der ein Jedi-Abzeichen auf dem Wrack von Nus Schiff entdeckt hatte, woraufhin sich der Dunkle Lord auf den Weg machte, um dies zu überprüfen. Der Major erklärte Vader seinen Verdacht, dass die Explosion verfrüht war und die Jedi-Zeichen lediglich aufhetzende Graffiti darstellen sollen. Doch Vader erklärte ihm, dass er falsch lag und benutzte die Macht, um Nus Schiff zu rekonstruieren, wodurch er dem Major zeigte, dass sich dieser in Bezug auf die Ursache der Explosion geirrt habe, woraufhin Vader ihm den Befehl gab, jede Ebene von Coruscant zu durchsuchen. Dabei sollte er allerdings den Jedi-Tempel meiden. Denn dort waren die Jedi und der Inquisitor in einen Kampf verwickelt. Dem Großinquisitor gelang es, Jocastas Lichtschwert mit einem Tritt zu entfernen, woraufhin sie zu Boden stürzte. Der Jedi-Killer holte zu einem vernichtenden Schlag aus, und nur kurz bevor sie seine Klinge traf, wurde diese von etwas gestoppt.
Darth Vader blockte den Hieb des Großinquisitors und rettete somit Jocastas Leben. Die Bibliothekarin nutzte den Augenblick der Verwirrung und flüchtete in einen Computerraum, in welchen sie das Löschen aller Archivdateien einleitete. Vader suchte sie und kam so in den gleichen Raum, wo Jocasta zuerst die Informationen über die machtsensitiven Kinder bekam. Er zerstörte den dortigen Wachdruiden, als er plötzlich von Jocasta angeschossen wurde. Sie gab einen zweiten Schuss ab, doch es gelang ihr nicht, den dunklen Lord zu töten. Da ihre Schusswaffe, welche die tödliche Energie übrigens aus Lichtschwertern entnahm, überhitzte. Bevor das Gewehr explodierte, ließ sie es mit Hilfe der Macht auf Vader zufliegen, welcher es im letzten Moment noch umlenken konnte, wodurch ein riesiges Loch in die Seitenwand des Tempels gesprengt wurde. Nu schnappte sich ein neues Lichtschwert aus dem Regal und flüchtete durch die Lücke. Die Schocktruppen, die am Fuße des Tempels standen, identifizierten Nu als Jedi und begannen zu feuern. Die Jedi sprang hinunter und bahnte sich einen Weg durch die Truppen. Als dann aber Vader mit aktiviertem Lichtschwert im Abgrund stand, glaubten die Klontruppen, dass es sich bei ihm um noch einen Jedi handelte und schossen auf den Sith Lord. Erst als Commander Fox zum Einsatzort kam, entdeckte er Vader und holte ihn mit seinem Shuttle ab. Fox entschuldigte sich sofort bei Vader für dieses Missverständnis, doch dieser zeigte kein Erbarmen und brach mit einer kleinen Handbewegung Fox Genick. Währenddessen kämpfte Nu noch immer gegen die Schocktruppen. In dem Moment, als ihr Lichtschwert aus der Hand geschossen wurde, gab Vader den Befehl, das Feuer einzustellen, da Palpatine nach der Jedi lebendig verlangt hatte. Nu wusste jedoch, dass sie die Karte zu all den machtsensitiven Kindern bei sich hatte, welche Vader nicht in die Finger bekommen durfte. So sah die Jedi keinen Ausweg mehr und ließ sich in die Tiefen des Abgrunds stürzen. Doch Vader hatte sie mit der Macht aufgefangen und in weiterer Folge zu ihm an Bord gebracht. Nun musste die Jedi zusehen, wie Vader den Kyber-Speicherkristall in eines seiner Gürtelmodule steckte und die wertvollen Informationen vor seinen Augen hatte. In Anwesenheit der ganzen Klone sprach Nu herabwertend über Vader, dass er nur willenlos Palpatines Befehlen folge, ohne wirklich zu wissen warum. Und dann sprach sie auch ihre Vermutung aus, dass Darth Vader eigentlich der Jedi Anakin Skywalker ist. Woraufhin der Sith alle anwesenden Klontruppen aus dem Shuttle schleuderte, um das Geheimnis zu bewahren. Als Nu nach ihrem Schicksal fragte, aktivierte Vader sein Lichtschwert. Die Jedi akzeptierte ihren Tod und zeigte keinen Widerstand. Vader berichtete dann Palpatine, dass Jocasta Nu versucht hatte zu flüchten und dabei so achtlos war, dass sie um ihr Leben kam. Der Imperator forderte Vader darauf auf, zu ihm zurückzukehren, um ihm alle Einzelheiten der Verfolgung zu schildern und ob er noch irgendwelche Informationen von Nu bekommen konnte. Der Sith Lord verneinte die Frage und zerstörte die Namensliste, um sicherzustellen, dass Palpatine keine neuen Sith-Lehrlinge aufspüren kann, welche ihm Konkurrenz machen könnten. Und Jocasta Nus Schule? Naja, ihr Assistent bewachte ihre Aufzeichnungen noch viele Jahre lang, bis er zu alt wurde und sich selbst das Leben nahm, indem er den Höhleneingang sprengte und das Archiv somit versiegelte. Bis ein gewisser Jedi den Ort viele Jahre später wiederfinden sollte. Wenn dich das Video bis hierhin unterhalten hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, denn es würde mir wirklich unheimlich weiterhelfen. Danke. Nach einer angeblichen Jedi-Sichtung begab sich Vader gemeinsam mit der 9. Schwester nach Kabaria. Er befahl der Inquisitorin Stellung zu halten, während er eine Bar betritt, in welcher der Jedi angeblich zuletzt gesichtet worden ist. Doch im Inneren wurde der dunkle Lord von einigen Kopfgeldjägern angegriffen. Dabei neutralisierten sie alle Waffen mit Ionengranaten und eine Kopfgeldjägerin versuchte, Vaders Lichtschwert mit einem Traktorstrahl zu ergreifen. Doch dieser nutzte die Macht, sodass das Lichtschwert unter dem hohen Druck der Kräfte zerbrach und nur noch der rote Kyberkristall übrig blieb. Ohne Waffe begann Vader die Besucher der Bar auf die Kopfgeldjäger zu schleudern und benutzte diese sowie auch normale Möbel als Schutzschilde. Da erkannten die Kopfgeldjäger, dass sie den Sith nicht besiegen konnten und ergriffen die Flucht. Doch Vader schnappte sich seinen Kristall und verfolgte sie. Draußen schnappte sich der dunkle Lord das Lichtschwert der 9. Schwester, sprang auf einen Speeder und verfolgte die Attentäter, da er unbedingt wissen wollte, wer hinter diesem Anschlag auf sein Leben steckt. Erst als das Fluchtfahrzeug der Kopfgeldjäger crashte, stellte Vader sie zur Rede, wobei sich herausstellte, dass der Auftrag aus einem imperialen Gebäude auf Coruscant stammte.
genauer gesagt aus dem Büro des Imperators. Auf dem Rückweg zum Stadtplaneten arbeitete Vader an der Fertigstellung eines neuen, viel persönlicheren Lichtschwerts. Ein Design, welches den meisten von euch doch bekannt sein sollte. Als das Schiff in der Umlaufbahn von Coruscant ankam, wurde der Versuch, die Freigabecodes für die Landung zu übermitteln, gestört und das Schiff als feindlich markiert, wodurch es von der Orbitalverteidigung angegriffen und auf der Planetenoberfläche notlanden musste. Vader war die wiederholten Anschläge auf sein Leben leid und begab sich zum ehemaligen Jedi-Tempel, um den Imperator zu konfrontieren. Dieser war gerade dabei, die Artefakte, die bei Jocasta Nus Besuch im Jedi-Tempel enthüllt worden waren, zu untersuchen, als Vader eintraf. Der Dunkle Lord gab Palpatine einen Statusbericht, als er ihm nach seinem neuen Lichtschwert fragte, welches er auch gut hieß. Und in Bezug auf den Anschlag sagte Palpatine nur, dass wenn er Vader töten wollen würde, er nicht auf solche indirekten Methoden zurückgreifen würde. Der Dunkle Lord kehrte in sein Quartier zurück, wo er über die vergangenen Ereignisse und die Worte seines Meisters nachdachte. Da wurde ihm klar, dass sein Auftreten in den imperialen Reihen sowie die Gunst des Imperators ihm Misstrauen bei den imperialen Offizieren einbrachte, was er auch Palpatine erzählte. Infolgedessen versammelte der Imperator alle Eliteoffiziere des wachsenden imperialen Militärs, um die neue Hierarchie zu klären. Er stellte Vader als seinen Vertreter vor, dessen Wort genauso viel wert sei wie sein eigenes. Dann trat er zur Seite und überließ dem Dunklen Lord das Wort, welcher 5 Offiziere hervorrief. Vader sprach von den Attentaten, welche aus dem Offizierskorps verübt worden waren. Des Weiteren stellte er eine neue Regel fest. Für jeden Anschlag, den er überlebt, und er wird immer überleben, würden 5 zufällig ausgewählte Offiziere hingerichtet werden, woraufhin Vader alle hervorgetretenen Offiziere per Würgegriff hinrichtet und den Raum verlässt. Inzwischen ist 1 Jahr seit dem Duell auf Mustafar vergangen und Vader hatte immer noch Visionen von diesem Tag. Visionen, in denen er seinen ehemaligen Meister überwältigte und als er dabei zusah, wie Obi-Wan in der Lava von Mustafar verbrannte, erwachte er auch wieder in seiner Meditationskammer, da er in den Thronsaal des Imperators befehligt wurde. Dort erzählte der Imperator, wie die Welt von Mon Cala seinem Imperium trotze. Des Weiteren erklärte er Vader, dass Prinz Li Jia möglicherweise einen Berater habe, der ihn bei seinen Verhandlungen mit dem Imperium unterstütze. Ein Berater, bei welchem es sich mutmaßlich um einen Jedi handeln soll. Zusammen mit 3 Inquisitoren und einigen Purge-Troopern landeten sie auf Mon Cala, wo sie kurzerhand Zeugen eines Anschlags auf ein imperiales Shuttle wurden, was Tarkin, welcher die imperiale Flotte über Mon Cala befehligte, als Anlass sah, eine groß angelegte Invasion auf den Wasserplaneten zu geben. Es kam somit zur Schlacht von Mon Cala, wobei sich Vader auch an seine Mission während den Klonkriegen hier erinnerte. Was er aber noch nicht wusste, ist, dass tatsächlich ein Jedi hinter dem gesamten Chaos steckt. Denn als Überlebender der Order 66 flüchtete Farren Barr ins Exil. Fasziniert davon, wie schnell die Sith den Jedi-Orden vernichteten, machte er sich daran, die Wahrheit hinter dieser Verschwörung aufzudecken. So erfuhr er mit der Zeit von der Order 66 sowie den Rollen, die Count Dooku und die Klone darin spielten. Zudem konnte er in Erfahrung bringen, dass sich Anakin Skywalker der dunklen Seite der Macht zugewandt hatte. Denn durch gehackte Hologramme des Sicherheitspersonals von Coruscant erlangte er Filmaufnahmen, welche Anakin und die 501. Legion beim Einmarsch in den Jedi-Tempel zeigten. Von da an wusste er, dass es sich bei Skywalker und Darth Vader um ein und dieselbe Person handeln muss, welche nun Imperator Palpatine als Vollstrecker diente. Doch was ihm auch bewusst war, war die Tatsache, dass er alleine nicht viel ausrichten konnte, weswegen er eine Gruppe an Akolyten um sich versammelte. Diese bestanden aus Geschwistern von ermordeten Jedi-Jünglingen, über Zivilisten, welche von Klonen aus ihren Häusern vertrieben wurden, bis hin zu generellen Widerstandskämpfern gegen das Imperium. Obwohl sie alle mit dem Jedi-Orden sympathisierten, nutzte Barr dennoch seine Machtfertigkeiten, um ihre Loyalität zu garantieren. Nachdem Farren Barr, Verla, ihr kennt sie vielleicht aus der 2020er Star Wars Comic-Reihe, als eine weitere Akolytin rekrutiert hatte, reisten sie zum ozeanischen Planeten Mon Cala.
Als Jedi-Berater von König Li Jia ermutigte er die Mon Cala-Monarchie dazu, sich dem Imperium zu widersetzen, um Widerstand sowie Hoffnung in der Galaxis zu wecken. Das Imperium entsandte einen Botschafter auf die Welt, um die Situation durch Diplomatie zu lösen. Doch Barr sabotierte das imperiale Shuttle und tötete somit den Diplomaten. Auch wenn der König jede Beteiligung an dem Mord bestritt, hatte das Imperium nun einen Grund, in den Planeten einzufallen. Wobei Vader und seine Inquisitoren den Befehl erhielten, Li Jia's Jedi-Berater aufzuspüren und zu töten. Barr erzählte seinen Anhängern seine Geschichte sowie den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, was diese motivierte, den Kampf gegen den dunklen Lord zu suchen. Doch der Jedi hatte einen anderen Plan. Einen, der die Jedi rächen, die Sith vernichten und die Galaxis vor dem Imperium befreien sollte. Um diesen durchzusetzen, nutzte er seinen Einfluss beim König, um sicherzustellen, dass die Mon Calamari nicht mit den Imperialen zusammenarbeiten würden. Besessen von Visionen der Macht enthüllte Barr, dass der Angriff auf Mon Cala nur der Anfang der Freiheit auf jedem Planeten, welcher unter Einfluss des Imperiums steht, ist. Er sah auch voraus, dass die Mon Calamari an der Spitze einer rebellischen Bewegung stehen würden, die die Befreiung der Galaxis einläuten würde. Inspiriert von den Visionen des Jedis befahl König Li Jia seinen Offizieren Akbar und Radus die Verteidigung seiner Heimatwelt durch das Militär. Während des imperialen Angriffs auf Dax City informierte der König Barr, dass er den Inquisitoren unter Folter den Ort seiner Zuflucht verraten hatte. Daraufhin begann dieser seinen Unterschlupf zu evakuieren, wurde jedoch von einem imperialen U-Boot verfolgt. Seine Akolyten versuchten, die Inquisitoren zurückzuhalten, während Barr und Ferla versuchten, einen Weg runter von Mon Cala zu finden. Was jedoch nicht gelang, und so wurden sie in die Enge getrieben. Ausgehend davon, dass es sich bei den Purge Troopern um Klone handelte, genauer gesagt der letzten Generation, die noch vor der vollständigen Stilllegung der Klonproduktionslinie auf Kamino aktiviert wurde, versuchte Barr diesen einzureden, dass die Inquisitoren trotz ihrer Loyalität zum Imperium immer noch Jedi waren. Überzeugt von der Logik des Jedi und seinem Einfluss durch die Macht, zwang der Inhibitor-Chip die Klone, die Order 66 gegen die Inquisitoren auszuführen. Genau so, wie es der Jedi erwartet hatte. Barr und Verla konnten die Ablenkung nutzen, um tiefer in die Stadt zu fliehen. Im Gegensatz zu den anderen Akolyten war Verla in der Macht begabt. Als Barr sie in den Jedi-Künsten unterrichtete, vermutete er bereits, dass er ihre Ausbildung nicht abschließen könnte. Deshalb befahl er ihr, ihn zu verlassen und nach anderen Überlebenden zu suchen, wie zum Beispiel Großmeister Yoda, Obi-Wan Kenobi oder sogar Quinlan Voss. Er hoffte damit, dass Verla einen neuen Meister finden würde, um eine vollwertige Jedi zu werden. Die beiden trennten sich und Barr war bereit, Vader gegenüberzutreten. Als er das königliche Hauptquartier erreichte, hatte Moff Tarkins imperiale Sternzerstörerflotte begonnen, den Planeten aus dem Orbit zu bombardieren, was Milliarden von Opfern forderte. Während Vader und Barr in ein Lichtschwertduell verwickelt waren, kombinierte der Dunkle Lord, dass der Jedi für den Tod des Diplomaten verantwortlich war. Eine Anschuldigung, die Barr bestätigte. Als Reaktion auf dieses Geständnis befahl Li Jia seinen Truppen, sich zurückzuziehen und sich dem Imperium zu ergeben. Aber Tarkin fuhr trotzdem mit der Bombardierung fort. Barr versicherte dem König, dass das Opfer von Milliarden auf lange Sicht Billionen von Leben retten und gleichzeitig Hoffnung und Rebellion in der ganzen Galaxis wecken würde. Obwohl Farren Vader mit jeder Intention konfrontierte, ihn zu besiegen, wurde er am Ende selbst vom Dunklen Lord getötet. Jedoch starb er in dem Glauben, dass seine Taten schließlich zur Zerstörung der Sith und zur Wiederherstellung der Freiheit in der gesamten Galaxis führen würde. Aber Mon Cala ist gefallen und nach der Schlacht gelang lediglich 3 Mon Calamari-Kreuzern die Flucht in den Hyperraum. Das Imperium stellte den Planeten unter militärische Besatzung und Li Jia wurde von Vader gefangen genommen. Eine Errungenschaft, für die Tarkin Vader einen Gefallen schuldete. Und nach einiger Zeit kam der Dunkle Lord auch auf ihn zu. Denn Tarkin soll Vader jagen, auf Trab halten und notfalls sogar töten.
Anfangs war Tarkin schockiert, doch als er die Berichte der Inquisitoren sah, wurde ihm klar, dass Vader bei seiner Jagd auf die Jedi keinerlei Herausforderung gefunden hatte und er neue Challenges suchte, weswegen Tarkin einwilligte. Die Jagd fand auf dem Outer Rim Planeten Jandas Folly statt und Tarkin versuchte sofort, es mit dem dunklen Lord aufzunehmen. Da er von Vaders brutalen Fähigkeiten wusste, rüstete er seine Jäger mit Projektilwaffen und Flammenwerfern aus, um zu verhindern, dass Vader ihre Schüsse zurückfeuern konnte. Der dunkle Lord war auch nicht schwer aufzuspüren, da er aufgrund seiner schweren Rüstung überall deutliche Spuren hinterließ. Aber Tarkin wusste, solange Vader sein Lichtschwert hat, ist er nicht zu besiegen. Weswegen er und sein Team über die nächsten Tage versuchten, die Waffe des Sith zu stehlen. Es kostete 6 Männern das Leben, doch einem gelang es, Vaders Waffe aus seiner Hand zu ziehen, wodurch der dunkle Lord auf neue Taktiken setzen musste. Tarkin ging davon aus, dass die Jagd bald zu Ende sein müsste, bedachte dabei jedoch nicht, dass Vader entschlossen war, sein Lichtschwert zurückzubekommen. Der dunkle Lord deaktivierte sogar seinen Anzug, damit das laute Geräusch seines Atemsystems nicht seine Position verriet, und als er den Moment sah, nutzte er die Macht und eroberte sein Lichtschwert zurück. Geschlagen rannte Tarkin vor Vader davon, doch er wusste, dass er ihn irgendwann einholen würde, weswegen er stehen blieb und auf die Knie fiel. Vader ragte über ihm, ohne zu bemerken, dass er höher als Tarkin stand und somit anfälliger für Blitze, welche in der Gegend, wo sie sich befanden, häufig sind, war. Und so kam es dann auch, und der dunkle Lord wurde ohne Vorwarnung von einem Blitz getroffen, woraufhin er zu Boden stürzte. Als Vader regungslos am Boden lag, sagte Tarkin zu ihm, dass er hoffe, dass Vader genau das aus diesem Wahnsinn hier gelernt habe, was auch immer er zu lernen gehofft habe, und dass er ihn bald zu einer Reparaturstation bringen würde. Doch Vader war noch nicht fertig und würgte Tarkin mit der Macht, um ihm zu zeigen, dass er noch nicht verloren hatte, bis sie ein Shuttle abholen kam und Vader nach dieser kleinen Spielerei seine Suche nach überlebenden Jedi fortsetzte. Gemeinsam mit dem 5. Bruder und 2 weiteren Inquisitoren gelang es Vader, den ehemaligen Jedi-Meister und Ratsmitglied Eth Koth auf einem Planeten aufzuspüren, wo er als Priester untergetaucht war. Der dunkle Lord wandte sich nach der Geburt seiner Tochter an Koth. Dieser bot Vader Codes, geheime Kontaktfrequenzen und einen Weg an, andere Überlebende der Säuberung zu finden, da er wusste, dass er für niemanden eine Gefahr darstellte. Doch als Koths Frau und Kind die Flucht ergriffen, kam es zu einem Duell zwischen den beiden. Vader schickte den 5. Bruder und die anderen Inquisitoren nach den Flüchtenden, und als Eth seine neugeborene Tochter in den Händen der Inquisitoren sah, verlor er seinen Fokus und wurde von Vader hingerichtet. Die Inquisitoren brachten das Kind nach Coruscant, wo sich Vader mit dem Großinquisitor traf und das Kind 2 Pflegerinnen übergab. Vader sprach dann mit dem Großinquisitor über das nächste Ziel, wobei ihm dieser mitteilte, dass nur noch wenige Jedi übrig seien. Währenddessen feierten die Inquisitoren ihre erfolgreiche Mission, doch Vader crashte die Party und konfrontierte 2 von ihnen, zwischen denen er während ihres letzten Auftrags eine gewisse Bindung spürte. Es kam zu einer Verfolgungsjagd über Coruscant, wobei Vader die beiden Inquisitoren als Jedi bezeichnete, damit die Coruscant-Wachen verstanden, wem sie folgen sollten. Doch niemand entkommt Vader. Die abtrünnigen Inquisitoren waren fest entschlossen zu kämpfen, doch der dunkle Lord packte sie mit der Macht und ließ sie sich gegenseitig mit ihren Lichtschwertern aufspießen. Aufgrund der letzten erfolgreichen Mission hatte der Imperator ein Geschenk für seinen dunklen Schüler vorbereitet. Padme Amidalas königliches Raumschiff, mit welchem Vader einst, damals noch als Anakin Skywalker, von Tatooine und somit auch der Sklaverei befreit wurde. Er bekam dann die Aufgabe, nach Alderaan zu reisen, doch zur Überraschung seines Meisters weigerte sich Vader. Er hatte so lange Palpatines Willen ausgeführt und er würde es auch weiterhin tun, aber zuerst möchte er eine eigene Welt für sich haben. Der Imperator bot ihm seine eigene Heimatwelt Naboo oder auch Tatooine an, doch Vader lehnte ab, denn er wollte Mustafa. Palpatine akzeptierte seine Bitte und organisierte Architekten, um dort eine Behausung für seine Schüler zu errichten. Doch bevor Vader nach Mustafa aufbrach, gab ihm Sidious ein kleines Geschenk mit. Die Maske von Sith Lord Momin, welche ihm beim Bau helfen sollte. Die Landung auf Mustafa war etwas holprig und Vader interessierte sich nur wenig für die Architekten und brach direkt in die Sith-Höhle auf,
in der er auch seinen Lichtschwertkristall zum Bluten brachte und somit seine rote Klinge herstellte. So machten sich die Architekten selbst an die Arbeit, führten einige Messungen durch und entwarfen ein Schloss für Vader, wessen Entwurf sie dem Sith Lord dann in der Höhle zeigten. Doch dieser war nur wenig beeindruckt und als er zum Schiff zurückging, entdeckte er eine tote imperiale Offizierin an der Landungsklappe. Er betrat das Schiff und entdeckte das Unmögliche. Lord Momin mit glühend roten Augen. Dabei erinnerte sich Vader, was Papa Palpatine zu ihm über die Maske gesagt hatte, dass Momin anders wie viele große Sith Lords sein Vermächtnis nicht durch Zerstörung geformt hatte, sondern durch Erschaffung. Auf die Frage, woher Sidious das alles wusste, sagte dieser nur, die Maske habe es ihm erzählt. Vader aber aktivierte sein Lichtschwert und schlitzte dem antiken Lord über die Brust, wodurch dieser ein Datapad fallen ließ, wodurch eine ganz andere Version von Vaders Schloss enthüllt wurde. Als Vader die Maske mit Hilfe der Macht anhob, bemerkte er, dass es sich bei dem geglaubten Sith Lord lediglich um ein Besatzungsmitglied handelte. Er nahm die Maske und begab sich mit ihr in die antike Höhle der Sith. Er versuchte mit Hilfe der Macht in die Maske einzudringen, doch als er gerade dabei war, zu erfahren, was hinter der Maske steckt, hatte der Sith Lord eine Vision. Der dunkle Lord sah einen jungen Momin, der bereits damals versuchte, durch die Macht Leben zu erschaffen. Dies ging so weit, dass er eines Tages sein Haustier verstümmelte und eine Skulptur aus dessen Fleisch, Knochen und Organen anfertigte. So modellierte er weitere Kreationen aus Tierschädeln und anderen Materialien, aber als er seine obszöne Arbeit dann anderen zeigte, waren diese erschrocken und der Meinung, dass man Momin verhaften sollte. So kam es dann auch. Sie nahmen ihm seine Werkzeuge und sperrten ihn weg, doch eine Sith-Lady namens Shah befreite Momin und lehrte ihn in den Wegen der dunklen Seite. Er modellierte seine eigene Maske und entstellte sich danach selbst im Gesicht, um würdig zu sein, diese auch zu tragen. Er lernte noch viel von Shah, doch ihm gefiel die Rolle des Lehrlings nicht. So demonstrierte er seine Macht, indem er seine Meisterin in einem Duell tötete. Er selbst nahm sich jedoch nie einen Schüler, dazu hatte er keine Zeit. Er startete ein neues Projekt, eine Waffe, welche stark genug war, um eine ganze Stadt auszulöschen. Jedoch konnte eine Gruppe von Jedi Momin noch rechtzeitig stoppen, aber die Anwesenheit der hellen Seite störte seine Konzentration, wodurch der Sith die Kontrolle verlor, was dazu führte, dass seine Kreation seinen Körper verzehrte und nichts als seine Maske zurückließ. Wieder zurück in der Realität nahm Vader seine lebenswichtige Maske ab und setzte stattdessen die von Lord Momin auf. Dieser versuchte Vaders Körper zu übernehmen, doch der dunkle Lord widerstand, nahm die Maske ab und schleuderte sie an die Wand, als Vader vor der Höhle eine Gruppe von Mustafarianern entdeckte. Ohne zu zögern tötete er die meisten von ihnen, ließ aber einen am Leben. Er setzte diesen Momins Maske auf, um den antiken Sith Lord erneut einen Körper zu geben. Zurück in der Höhle erklärte Momin Vader, dass die von ihm entworfene Festung die Energie des Ortes in der Sith-Höhle regulieren und somit ein Tor zur dunklen Seite der Macht öffnen könnte. Vader hielt es für Unsinn und würgte Momin, woraufhin dieser aber versicherte, dass er die Wahrheit sprach und sich wünschen würde, die von ihm entworfene Festung zu verwirklichen. Vader war damit einverstanden, versicherte Momin aber, dass er leiden wird, wenn er ihn verraten würde. Somit begann der Bau von Momins Entwurf. Als Vader dann aber versuchte, das von Momin prophezeite Tor zur dunklen Seite zu öffnen, schlug sein Versuch fehl und die Festung brach zusammen. Vader tötete Momin, setzte seine Maske auf einen neuen Körper und sie starteten einen neuen Versuch. Und dann noch einen und noch einen und noch einen. Bis Momins neuntes Design sehr vielversprechend wirkte. Und das spürte auch Vader, denn in der Sith-Höhle hat sich tatsächlich ein Tor geöffnet. Momin sagte, dass Vader vielleicht auf den richtigen Moment warten soll, doch Vader warf ihn mit der Macht zur Seite, denn der richtige Moment ist jetzt. Bevor er jedoch eintreten konnte, wurde er über einen Angriff der Mustafarianer informiert, denn die Baustellen haben für heftige Unruhen der Lavaströme gesorgt. Doch als Vader sich um die Angreifer kümmerte, nutzte Momin die Gelegenheit, um das Tor selbst zu öffnen. Dabei rief er sein jüngeres Ich aus der Vergangenheit herbei und setzte ihm seine Maske auf. Vader verließ die Schlacht und kehrte zu seiner Festung zurück.
Dort nutzte er die Macht, um einen verheerenden Angriff zu entfesseln, der alle Mustafarianer ohne Rücksicht auf Verluste auslöschte. Der Dunkle Lord traf dann auf Mumin, der ihn verspottete, weil Vader glaubte, die dunkle Seite kontrollieren zu können. Doch dem Sith Lord war nicht zu spielen zumute, und so nahm er einen dicken Stein mit der Macht und zerschmetterte damit Mumins Körper. Der antike Sith war tot, und Vader trat schließlich durch das Tor der dunklen Seite. Dort sah er Teile seines vergangenen Lebens, von seiner Zeit als Sklavenjunge auf Tatooine, während seiner Ausbildung als Jedi, seine Hochzeit mit Padme, aber auch von seinem Duell mit seiner ehemaligen Padawan Ahsoka. Er hatte eine Vision von allen Jedi, und Vaders Geist tötete sie alle, selbst Palpatine. Er kämpfte sich durch alles, was in dem Weg war, bis er schließlich vor Padme stand. Als er sie aufforderte, mit ihm zu kommen, in der Hoffnung, sie wieder in seine Welt zurückzuholen, weigerte sie sich aber und sagte, dass sie ihn nicht kenne, denn Anakin Skywalker ist tot. Zurück in der Realität nahm Vader sein Lichtschwert und vernichtete Mumins Werk. Er kontaktierte Papa Palpatine, woraufhin dieser den dunklen Lord fragte, ob er seine Lektion auf Mustafa gelernt hatte und ob er gefunden hatte, wonach er gesucht hat, was Vader bejahte. Womit die 2017er Darth Vader Comic-Reihe zu Ende geht. Vielen Dank, wenn ihr dieses lange Video bis hierhin angesehen habt. Hier drin steckt wirklich eine Menge Arbeit und es würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr diesem Riesenprojekt einen Daumen nach oben geben, sowie den Kanal abonnieren würdet, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Denn dieses Video ist erst der Anfang. Wenn die 2020er Vader-Reihe endlich abgeschlossen ist, wird auch diese im Filmformat auf diesem Kanal erscheinen. Und wenn ihr bis dahin nicht mehr warten könnt, habe ich euch hier rechts den ersten Teilpart der Reihe, bei dem Darth Vader Padmes Grab besuchte, sowie eine knapp 40-minütige Doku über die Klonkriege verlinkt. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.